Avoni, Avoni ist drin! Diesmal ist es die 94. Taiwo Avoni. Viel gewurschtelt, aber Avoni braucht nur diesen einen Kontakt im 16er. Vorlage in Anführungszeichen von Brömel und dann schweißt er den komplett akkurat ein. Ja, da haben wir es, da haben wir das Problem. Haraguchi, Haraguchi und Tor! Grisha Brömel, konsequent, gestört, genervt, gepresst und das ist das Ergebnis. Jetzt schauen wir aber eine Minute vor Ende der ersten Hälfte auf den Eckball. Trimmel zieht mal ab und was für ein Fund! Behrendt! Nachschussmöglichkeit, kein Ausgleich! Was für ein Schuss von Trimmel und was für ein schöner Abstauber von Grisha Brömel. Der Ausgleich nach einer Standardsituation, 45. Spielminute. Kruse, Kruse! Und da ist das Ding drin, kein Abseits! 2:1 die Führung und wieder ist es Grisha Brömel. Was für ein Start in die zweite Hälfte, die Führung für Union. Und Max Kruse. Max Kruse, Becker. Den muss er erstmal aufnehmen und schauen. Kruse! Und der Ball an der Latte! Nach dem Tor! 2:1! Was für den Grisha Brömel! Geraldo Becker schaut. Kruse kommt im richtigen Moment vor seine Gegenspieler. Abgefälscht an die Latte und dann Grisha Brömel. Drittes Tor. Gieselmann bricht mal durch auf links. Bringt die Flanke. Das Brömel. Das Brömel. Der Kopfball ist perfekt. Grisha Brömel im Kopfballduell mit Marc-Oliver Kempf. Und es ist das natürlich verdiente 2:1. Nochmal Brömel, gutes Ding! Gutes Ding, 2:0 Brömel! Und dann diese Rakete von Grisha Brömel. Gute Bewegung, verschafft sich den Freiraum, bringt die Flanke. Und 1:0 Union! War es das Eigentor oder war es tatsächlich Grisha Brömel, der den Ball dann in letzter Konsequenz über die Linie drückt? Die Bank ist dementsprechend überschaubar besetzt. Jetzt Haraguchi, der Ball in die Mitte und das 1:0. Und es ist so eine Traumgeschichte. Es ist ein Märchen. Grisha Brömel, 15 Minuten. Union geht in Führung.